Jetzt freue ich mich sehr, Dustin Hoffmann hier zu begrüßen. Dustin Hoffmann ist Jurist und verbringt sehr viel Zeit in Brüssel, denn er ist Büroleiter von Martin Sonneborn, dem Abgeordneten im Europäischen Parlament. Seit 2014 ist er dort und Dustin Hoffmann hat einen ganz besonderen Einblick erhalten, denn Dustin Hoffmann war vor Ort bei den bisherigen Prozesstagen zum Auslieferungsprozess von Julian Assange und wird uns jetzt dazu berichten. Im Februar und September 2020 wurde insgesamt 5 Wochen lang über die mögliche Auslieferung von Julian Assange verhandelt. Inzwischen liegen gut 400 Seiten Abschlussbericht beider Parteien vor. Und für den 4.1. hat die Richterin verkündet, dass dann eine Entscheidung verkündet oder angekündigt wird. Darauf sind wir gespannt und jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag von Dustin Hoffmann zum Auslieferungsverfahren von Julian Assange. Viel Spaß! Hallo, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich freue mich auch wieder hier sein zu können, dieses Mal digital und aus London zu berichten. Es wurde ja gerade schon angekündigt, dass ich die Möglichkeit hatte, beide Prozessblöcke sowohl Anfang des Jahres und auch zuletzt persönlich zu verfolgen. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in meine Erfahrungen aus London. Ganz kurz, was euch erwartet, damit ihr, wenn es das Falsche ist und nicht interessiert, noch die Chance habt, auszusteigen. Ich erzähle kurz, wer ich bin. Ganz kurz nochmal für die Leute, die mit der ganzen Angelegenheit nicht so vertraut sind, die Hintergründe. Ich versuche das kurz zu halten, weil ich in Zeitnot kommen werde. Möchte ganz kurz, weil ich diese Frage immer wieder gestellt bekomme, erklären, wieso ich dieses Verfahren überhaupt verfolgt habe und wie ich da gelandet bin, wo verhandelt wurde, in den beiden Blöcken, wann verhandelt wurde, wer da so da bei dem Verfahren beteiligt war. Im wichtigsten Block, welche Auslieferungen angeführt wurden, weitergeht, obwohl der das gerade schon gespoilert hat. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Dustin Hoffmann, ich bin der Büroleiter von Martin Sonneborn im Europäischen Parlament in Brüssel. Ich habe das Verfahren auf Twitter begleitet. Ich möchte ganz kurz sagen, weil heute keine Zeit für ein Q&A sein wird. Ich werde morgen irgendwann vormittags auf Twitter Bescheid sagen. Es gibt morgen ein Gespräch zwischen Geschäftsführer von Reporter aus Deutschland, Christian Mier, nochmal zu dem Verfahren. Wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Sachen nicht klar geworden sind, ist morgen vielleicht eine gute Gelegenheit, darauf nochmal einzugehen. Ich veröffentliche den Link und den Termin auf Twitter. Ganz kurz zu den Hintergründen. Was ist passiert? Warum haben die Vereinigten Staaten von Amerika offenbar ein so großes Problem mit Julian Assange und mit WikiLeaks? Und Julian Assange ist seit 2006 für die Enthüllungsplattform WikiLeaks tätig. WikiLeaks, ganz kurz, Plattform, bei der Whistleblower sich melden können, Unterlagen abgeben können, die dann dort veröffentlicht werden. Und Anfang 2010 hat Chelsea Manning, die als Soldatin für die Vereinigten Staaten im Irak stationiert war, Unterlagen aus den Computersystemen, den dortigen Computersystemen entwendet und dort mehrere hunderttausend Unterlagen zum Irakkrieg, zum Afghanistankrieg und diplomatische Depeschen runtergeladen. Depeschen, ganz kurz, Kabelberichte, deswegen wurde es als Cablegate bekannt, das sind Unterlagen, die die Botschaften, irgendwelche Informationen, die sammeln und dann nach Hause schicken, sodass die Regierung vor Ort, die Regierung im Heimatland informiert ist darüber, was die da so machen und was da passiert. Diese Unterlagen sind dann, hat Chelsea Manning an Julian Assange gegeben, sind bei WikiLeaks gelandet und wurden dort in mehreren Stufen veröffentlicht. Es ging los im Juli 2010 mit dem Afghan War Diary, mit den Unterlagen zum Afghanistan-Krieg. Später ging es weiter mit den Unterlagen zum Irak-Krieg und ab im November 2010 mit den Unterlagen mit den diplomatischen Unterlagen. Wichtig ist dieser Punkt nochmal ab 11/2010, weil es auch in den Fällen war, ist jetzt nicht so, dass sie einfach alle Unterlagen hochgeladen haben. Die waren redigiert, insbesondere diese US-Depeschen. Darauf gehe ich später nochmal ein. Das ist in der Chronik des Verlaufs dieser ganzen Angelegenheit sehr, sehr wichtig. Und am 9/2011 wurden denn diese ganzen US-Depeschen vollständig und unredigiert veröffentlicht. Und
dass diese beiden Stufen sind für die spätere Bewertung im Verfahren relativ wichtig. Ich komme nochmal darauf zurück, wenn ich in die Chronik gehe und erkläre, wie es abgelaufen ist, wie Sachen veröffentlicht wurden. Heute sitzt Julian Assange im Belmarsh Prison in London. Was ist vorher passiert? Wie ist er da gelandet? Im August 2010 hat die schwedische Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen, wegen Anschuldigungen in zweier Frauen Sexualdelikte begangen zu haben. Und aufgrund dieses Haftbefehls wurde er im Dezember 2010 in London festgenommen, aber auf Kaution wieder freigelassen. Auch ein ganz üblicher absolut überwiegende Mehrheit. Allerdings hat er, weil er Angst hatte, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden, Ecuador geflohen, wo er Asyl hat. War voll unter dem direkten Gefängnis gemacht. Er konnte da nicht mehr raus, weil er wusste, sobald er da rausgeht, wird er festgenommen und nach Schweden ausgeliefert. Er hat dann mehrere Jahre in dieser Botschaft gelebt, bis ihm im April 2019 das Asyl gezogen wurde. Dazu muss man wissen, dass es in Ecuador einen Regierungswechsel gab und die politische Ausrichtung sich geändert hat. Ecuador wollte sich wieder mehr den USA annähern, wurde und wahrscheinlich haben die Vereinigten Staaten die neue Regierung unter Druck gesetzt, ihm noch das Asyl zu entziehen, woraufhin die Botschaft die britische Polizei in London eingeladen hat, in die Botschaft zu kommen und Julian Assange festzunehmen. Er wurde festgenommen wegen des Verstoßes gegen die Kautionsauflagen. Eine Stunde nach der Festnahme haben sich dann die USA gemeldet und haben gesagt, wir möchten, dass Julian Assange in die USA ausgeliefert wird. Da fragt man sich jetzt, wie kann es sein, dass die innerhalb von einer Stunde das da hinzaubern? Das liegt daran, dass es schon seit 2017 Auslieferungsersuchen gab, was aber geheim gehalten wurde. Am Tag der Verhaftung wurde er auch direkt schuldig gesprochen, 50 Wochen Gefängnis wegen des Verstoßes gegen die Kautionsauflagen. Ich bin kein Experte im britischen in Sachen Verstöße gegen britische Kautionsauflagen. Eigentlich insbesondere, weil die der viel zurückgezogen ist und diesmal erledigt, wirklich die Funktionsauflagen. Und dafür ist er ins Gefängnis gegangen. Er sitzt heute also im Belmarsh Prison unter sehr schwierigen Haftbedingungen, nur noch wegen der Also diese Sache mit den Kautionsauflagen ist durch. Er ist keiner Sache schuldig gesprochen oder so. Er sitzt jetzt nur noch in Auslieferungshaft und die Richterin führt Fluchtgefahr an, weil er schon mal eine Fußfessel entfernt hat und Kautionsauflagen lehnt deswegen eine Freilassung gegen Kaution ab. Damals war die Anklageschrift, die USA damals vorgelegt hatten, war noch recht lang geändert. Sich ganz massiv auf das Spionage-Act, das mit dem ESPionage-Act basiert, von 1993, geht es um ganz konkrete, ganz scharfe Spionagevorwürfe. Kurz vor dem Beginn des zweiten Blocks im Verfahren haben die USA diese die Anklagepunkte gleich behalten, allerdings die einzelnen Punkte erweitert. Das ist im Großen und Ganzen wahrscheinlich einfach gewesen, um die Verteidigung massiv weiter unter Druck zu setzen, weil die kaum Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Wie bin ich da gelandet? Wie bin ich nach London gekommen? Wieso habe ich mir das angeguckt? Wir hatten bei uns im Büro eine Debatte. Im April 2019, wir müssen Redezeit beantragen, ich möchte zu Julian Assange reden. Ich hatte war mir die ganze Sache auch ein bisschen okay. Ich
Ich habe gerade die Nachricht aus der Regie bekommen, dass mein Ton nicht abgehackt kommt. Deswegen mache ich mal aus Bandbreitengründen die Kamera aus. Und hoffe, dass die Regie, geht das dann? Die Regie ist die, es ist, tut mir sehr leid, dass ich, kann mir die Regie sagen, welche Teile verloren gegangen sind. Ich mache einfach weiter. Also im April 2019 hat mein Chef gesagt, er möchte eine Rede zu Assange halten. Ich war damals ein bisschen zögerlich, ich konnte es nicht so genau einschätzen. Ich hatte auch in Erinnerung, da war doch irgendwas mit Vorwürfen, Sexualdelikte, und er meinte nur, ja, guck dir das mal genau an. Und damals war der Nils Melzer-Bericht vom UN-Sonderbeauftragten für Folter noch recht frisch. Der hat damals den habe ich mir dann angeguckt. Ich habe diese Sachen gelesen und dachte, oh, was zur Hölle ist das? Also was passiert da? Und habe mich dann genauer reingelesen. Als es dann zum Verfahren Anfang des Jahres kam, im Februar, gab es NGOs, die in Brüssel unterwegs waren, um dort und nach politischen Beobachtern nicht gesucht haben. Sie haben gesagt, hey, da gibt es das Verfahren, das geht jetzt los. Es wäre gut, wenn Leute da wären, die ein Auge drauf werfen. Je mehr, desto besser, einfach beobachten und davon berichten. Und weil das dann mit der Pandemie langsam losging, haben wir uns dazu entschieden, dass wir fragen, ob ich an seiner Stelle hinfahren kann, weil wir ja auch aus Gesundheitsschutzgründen, ich bin ein bisschen jünger, und ja, da habe ich mich entschieden hinzufahren und das Verfahren zu beobachten. Sowohl im Februar als auch im September war ich da, um in seinem Namen zu beobachten und ihm darüber zu berichten. Wie schon angekündigt, wie ich vorher schon gesagt habe, gab es diese zwei Hauptblöcke im Februar 2020 und im September 2020. Es gibt noch einmal im Monat administrative Anhörungen, die meistens aber nur 5 bis 10 Minuten dauern. Dazu habe ich gleich noch eine kleine Anekdote. Und am 4.1. soll die Entscheidung fallen. Ihr seht, dass ich dazu geschrieben habe, dass im Februar viele Beobachter anwesend waren und der Zugang im September sehr restriktiv war. Also im Februar waren viele Leute da, einige Abgeordnete, da waren zwei Bundestagsabgeordnete von der Linken da, es waren einige Europaabgeordnete da, sehr viel Presse, das wurde alles zugelassen. Im September war das plötzlich alles anders. Also bei mir ging das recht problemlos. Ich habe eine E-Mail geschrieben, dann haben sie gesagt, ja, wir sagen dem Gericht Bescheid, dass sie hinkommen können. Und als wir dann da vor Ort waren, gab es relativ großen Aufschrei, weil NGOs, die überall auf der Welt Proteste beobachten, wie Amnesty International und Reporter ohne Grenzen, haben keinen Zugang bekommen, haben keine Sitze bekommen im Saal. Und wir haben versucht herauszufinden, wieso. Wir haben versucht, Druck zu machen. Am ersten Tag kamen sie nachmittags auf die Besuchertribüne. Aber im Großen und Ganzen war das immer problematisch. Am ersten Tag der Verhandlungen wurden dann auch noch die Videolinks, also es waren Streams, so wurden Streams generiert, die politischen Beobachterinnen, Beobachtern und der Presse zur Verfügung gestellt wurden und auch den NGOs. Und diese Zugänge für politische Beobachtung und für die NGOs wurden am ersten Tag der Verhandlungen alle entzogen wieder, sodass die Leute dann da standen und gar keinen Zugang mehr zu dem Verfahren hatten. Es gab ja kaum Plätze, auch wegen Covid. In dieser Angelegenheit habe ich mich dann vor Ort mal unterhalten mit Christian Mier, der ist der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, der sehr, sehr viel Erfahrung hat in der Beobachtung von Gerichtsverfahren überall auf der Welt. Wenn Journalistinnen und Journalisten angeklagt sind, fährt Reporter ohne Grenzen hin und guckt, worum es da geht. Und ich habe ein Interview mit ihm geführt und gefragt, wie er das vergleicht mit anderen Orten. Und der hat zu mir gesagt, das ist jetzt aus dem Video, deswegen ist das so formuliert. Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich mich in fast allen diesen Ländern, Türkei und Russland, willkommener gefühlt habe als Beobachter einer internationalen Menschenrechtsorganisation, Reporter ohne Grenzen. Die Beobachterstatus hat bei den Vereinten Nationen, beim Europarat und anderen internationalen Institutionen als hier bei diesem Assange-Auslieferungsverfahren. Das zeichnet natürlich ein ziemlich bitteres Bild, und im Endeffekt lief das so ab, dass die wenigen Plätze, die es gab, auf den Besuchertribünen,
die haben, konnten sie nur bekommen, da haben halt Leute, haben Aktivisten, haben sich morgens ganz, ganz früh angestellt und haben ihre Plätze dann an die NGOs abgegeben und haben gesagt, es ist wichtig, dass Reporter ohne Grenzen jemanden drin hat und sich das anguckt. Ohne die Aktivistinnen und Aktivisten, die da früh aufgestanden sind und sich angestellt hätten, hätten wir noch weniger Chancen gehabt, NGOs das beobachten zu lassen. Es gab zwei unterschiedliche Verhandlungsorte. Im Februar waren wir im Woolwich Crown Court und im September im Central Criminal Court im Zentrum von London, Old Bailey. Ganz kurz, wieso das so war und zu den unterschiedlichen Gerichten. Das erste ist extrem weit draußen. Das liegt daran, dass sie für die ersten Verhandlungsblock das Gericht gewählt haben, was unmittelbar an dem Gefängnis liegt, in dem Julian Assange untergebracht ist. Da gibt es einen Tunnel, der führt vom Gericht unmittelbar in dieses Gerichtsgebäude. Das bedeutet, es sollte die Sache administrativ logistisch leichter machen und dann muss noch nicht so viel hin und her gefahren werden. Das hat allerdings nichts daran geändert, dass er vor dem Rüberführen, nach dem Rüberführen durchsucht wurde, seine Zelle mehrfach durchsucht wurde während der Verhandlung, ihm seine Unterlagen abgenommen wurden, obwohl man denken könnte, okay, da kann eigentlich nichts passieren. Er wird quasi direkt vom Gefängnis zum Gericht gebracht durch einen Tunnel, hat an den Schikanen nichts geändert. Es war sehr, blieb weiter sehr eigenartig. Insgesamt ein sehr deprimierendes Gebäude. Wir haben ja nur die Gerichtsseite gesehen. Ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, wie schlecht die Bedingungen im Gefängnis sind. Man hört nichts Gutes. Die Heizung soll da nicht funktionieren heute. Irgendwie lese ich immer wieder auf Twitter, dass er mit Büchern sein Fenster zustellen muss, weil es so zieht und so kalt ist darin. Ich kann sagen, dass die Kantine von dem Gerichtssaal mit dem Schimmel an der Decke einer der Orte ist. Also ich habe in Schwellenländern auf jeden Fall wenig Orte gesehen, an denen Leute unter widrigeren Bedingungen Essen zu sich nehmen. Und wenn das die Kantine ist, wo die Anwälte in dem Gericht quasi essen, möchte ich nicht wissen, wie es auf der anderen Seite im Gefängnis aussieht. Der zweite Block fand dann im Zentrum Londons statt, an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Old Bailey im Zentrum der Stadt, das kann man vergleichen mit dem Bundesgerichtshof in Deutschland, das höchste Strafgericht des Landes. Was der größte Unterschied zum BGH ist wahrscheinlich, dass es das schon sehr, sehr viel länger gibt und es da sehr viele Leute damals schon noch ihr Leben gelassen haben, als es noch die Todesstrafe gab. Das Gericht ist auch dafür bekannt, dass es quasi der Ort war, wo früher die Leute davor hingerichtet wurden. Es ist Einige kennen das vielleicht noch, wer sich erinnert und VW Vendetta gesehen hat, kann sich erinnern, dass es das Gebäude, was am Anfang des Films in die Luft gesprengt wird. Es ist heute allerdings, der historische Teil steht schön da, obwohl es wirklich mal einen Bombenanschlag der IAA darauf gab. Es wurde rekonstruiert, renoviert und auf der Kuppelspitze steht die Justitia. Die eigentliche Verhandlung fand in einem Nachbargebäude, in einem Neubau statt, der nicht ganz so schön ist, aber das spielt für das Verfahren selbst auch keine Rolle. Ganz kurz, wer an dem Verfahren beteiligt ist, natürlich selbstverständlich selbstverständlich Julian Assange selbst, sitzt am Ende des Raums hinter einer Glasscheibe in einem Dock, dazu erzähle ich gleich noch was. Ihm gegenüber an der anderen Seite, an der Spitze, sitzt die Richterin Vanessa Baritza. Sie, damit ihr irgendwie ein bisschen einordnen könnt, wie es kommt, diese Gerichtssäle, diese Gerichtsgebäude, in denen verhandelt wurde, haben mit dem Verfahren eigentlich nichts zu tun, weil das ein Verfahren des Magistrates Court ist. Es ist ein District Judge, so ein bisschen vergleichbar mit einer Amtsrichterin, also ein relativ kleines Gericht. Diese Richterinnen machen normalerweise kleinere Verfahren mit Strafe bis ein Jahr und Auslieferung. Das liegt daran, dass halt Auslieferungsverfahren auf so einem System beruhen, dass Staaten gegenseitig sich in ihre Rechtsstaatlichkeit vertrauen und deswegen meistens, also so ein Land klagt jemanden an, der in einem anderen Land ist, also und sagt dann halt, ja, wir würden dem gerne einen Prozess machen, schickt jemand zu uns rüber. Und dann sagt man, ja, wir sind ja befreundete Demokratien, wir sind befreundete Rechtsstaaten, deswegen sind diese Verfahren meistens nicht so aufwendig und selten so politisch. Das ist in der Sache natürlich jetzt wirklich krass, weil wir haben jetzt eine Amtsrichterin, das hat ja bedeutet überhaupt nichts für ihre Kompetenz, aber die entscheidet alleine und wir haben eine Aktenlage von über 100.000 Seiten. Das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe.
Wir haben im Saal noch die beiden Legal Teams, sowohl für die Anklage als auch die Verteidigung. Auf Seiten der Verteidigung haben wir Edward Fitzgerald, Mark Summers und Florence Eveson, die Barristers vor Ort waren. Man muss ganz kurz, um zu verstehen, wie so ein Verfahren da abläuft, im Vereinigten Königreich ist das ein bisschen anders als bei uns. Es gibt Barristers und Solicitors. Solicitors sind Anwälte, die so ein bisschen mehr wie unsere Anwälte sind. Die machen alle möglichen, die beraten die Mandanten, die machen Schriftsätze, die machen so die klassische Anwaltsarbeit, und die Barristers sind nur, stehen nur im Gericht und fragen davor. Also es sind quasi so wirklich die Leute, die im Verfahren sind. Dieses QC an den Namen steht für Queen's Counsel. Das ist ein Titel, der wird verliehen für besonders erfahrene Leute. Also wir haben hier zwei besonders hochrangige, erfahrene Anwälte auf Seiten der Verteidigung. Ich habe damals ein bisschen recherchiert und gesehen, dass für Edward Fitzgerald in der Branche gilt er als der King of Extradition. Zusätzlich, also das sind wirklich sehr gute Leute, zusätzlich sitzen noch weitere Leute des Legal Teams, die ihr vielleicht kennt, ich habe ja auch ein Foto. Jennifer Robinson sitzt mit im Saal, Stella Morris, die Verlobte von Julian Assange, und auch weiter sitzen Leute von WikiLeaks da, Joseph Farrell, der Botschafter von WikiLeaks, der Chefredakteur von WikiLeaks, und auch der Vater von Assange, der sitzt nicht mit dem Saal, der sitzt auf der Besuchertribüne, John Shipton. Die Anklage, also die Vertreter der US-Regierung, James Lewis, Claire Dobbin, Joel Smith, sitzen da. Und Zeugen haben wir selten im Saal gehabt. Wegen Covid wurden die meisten per Videolink zugeschaltet, viele auch aus den USA. Das hat das Verfahren häufig sehr verzögert, weil es immer wieder technische Probleme gab. Die Leute konnten sich nicht verbinden, die Verbindung ist abgebrochen. Also sind wir hier nicht allein. Gerade schon ein bisschen angedeutet, wer mit dem Saal sitzt. Das ist der Hauptsaal, in dem die Verhandlung sitzt, und es gab einen zweiten Saal, wo das per Video übertragen wurde, in dem saßen die Leute von der Presse. Das führte dazu, zu dem absurden Umstand, dass Julian Assange sitzt ja hinten in diesem Glasdock, der hat kein Mikrofon, weil er eigentlich nicht sprechen soll, eigentlich sprechen nur seine Anwälte. Und das führt dazu, wenn er mal von hinten was reingerufen hat, dass die Presse überhaupt nicht mitbekommen hat, was er gesagt hat. Das war unglaublich schwierig, weshalb dann nach ein paar Tagen die Leute mit der Gerichtsverwaltung ausgehandelt haben, dass immer jemand von der Presse mit im Saal sitzt, sodass nach den ersten Tagen jemand da war und dann immer aufgeschrieben hat, wenn Julian Assange was gesagt hat und dann schnell rübergekommen ist und gesagt, dass er hat gerade das und das gesagt, damit die Leute ihn zitieren können. Wir schon. Jetzt geht es nochmal um das Dock, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Das Verfahren, wie gesagt, waren zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil im Februar, das waren vier Tage, in denen wurden im Großen und Ganzen die Schriftsätze vorgetragen. Beide Seiten haben ihre Erzeugung. Das haben wir um das Dock genannt. Es ist streng verboten, Fotos im Gerichtssaal zu machen. Und deswegen habe ich dieses Foto auch nicht gemacht. Ich habe es aber auf Twitter gefunden und möchte es euch hier nicht vorenthalten. Und zwar so sah das im ersten Teil der Verhandlung aus. Das Foto ist gemacht von der Besuchertribüne aus. Und da sieht man Julian Assange hinter diesen Glasscheiben mit einem Wachmann. Das Problem ist, am Anfang, im ersten Teil des Verfahrens, war die Akustik in dem Raum unglaublich schlecht. Die Pressevertreter, weil der Raum so nicht groß genug war, waren in so einem Baucontainer draußen, wo das hinübertragen wurde, Press Annex. Und sobald jemand unmittelbar direkt ins Mikrofon gesprochen hat, hat man da nichts mehr verstanden. Erhebliche Teile des Verfahrens waren da nicht nachzuvollziehen, aber da nur Schriftsätze vorgetragen wurden, ging das. Das Problem war, dass die Akustik selbst im Saal selbst sehr schlecht war. Deswegen haben die Anwälte gesagt, hey, für den Hauptteil des Verfahrens kann Herr Assange nicht mit uns sitzen. Kann er nicht bei uns sitzen? Wenn er was hat, dann können wir uns direkt austauschen, dann wissen wir direkt Bescheid. Also war das, immer wenn er irgendwas will, muss er hinten quasi erkenntlich sein, dann muss jemand sich umdrehen, weil die Leute gucken ja auch, alle gucken nach vorne. Und da hat die Seite der Anklage, die Vertreter haben gesagt, ja, warum nicht? Also ist ja kein Gewaltverbrecher, also wir haben jetzt kein Problem damit. Wir denken nicht,
wir denken, das ist in Ordnung. Und dann meinte die Richterin, also eine selten traute Einheit. Und dann sagte die Richterin, ist schwierig, weil wenn er nicht mehr hinten in diesem Dock sitzt, dann das machen sie nicht mit und haben das auf den nächsten Tag vertagt, wo sich dann herausgestellt hatte, dass das nicht stimmt. Also er kann mit seinen Anwälten sitzen, er muss dafür keinen Kautionsantrag stellen. Und dann meinte die Richterin aber so, trotzdem, machen wir nicht. Gibt's nicht, er sitzt, bleibt hinten im Dock, funktioniert ja auch so, gibt gar keine Probleme. Und wenn er halt was will, dann müssen wir das Verfahren halt unterbrechen. Das ist ihr egal, dann dauert es halt länger, wir haben ja Zeit und das Verfahren geht so lange wie nötig. Es wird niemanden überraschen, dass das im zweiten Teil des Verfahrens plötzlich gar nicht mehr so entspannt war, wenn es um die Zeit ging. Der absurdeste Moment aber war noch im ersten Teil, dass er was sagen wollte. Vorne hat sein Anwalt gesprochen, hat zur Richterin gewandt, hat gesprochen und er wollte irgendwas zu seinem Legal-Team zu verstehen geben. Die sehen das natürlich nicht, weil alle nach vorne gucken und da konzentriert sind. Dann ist es so gewesen, dass oben auf der Besuchertribüne, also in der Public Gallery, haben dann Leute angefangen zu winken, damit die Anwälte merken, dass er was möchte. Dann dreht sich jemand um, spricht mit ihm, vorne spricht sein Anwalt weiter, der kriegt ja auch nicht mit. Dann wird plötzlich, oh, hier sehen Sie, funktioniert doch. Also komplett ab. Beispiel, dass es unglaublich unpraktikabel ist, das Verfahren einfach nur unnötig verkompliziert und verzögert. Aber die Richterin hat gesagt, nö, das ist alles super so. Das hat damals niemand verstanden und das war so das erste große Drama, wo alle Leute, die ich da gesehen habe, die das beobachtet haben, einfach komplettes Unverständnis darüber hatten. Insbesondere da ja sogar die Anklage gesagt hat, warum sollte er nicht mit seinen Anwälten sitzen? Den Hauptteil des Verfahrens im September, der knapp 4 Wochen lief. Und da geht es um die inhaltlichen Positionen. Möchte die Verteidigung deutlich machen, warum Julian Assange nicht ausgeliefert werden soll. In dem stehen bestimmte Gründe drin, warum jemand nicht ausgeliefert werden kann. Zum Beispiel, wenn ein Verfahren politisch motiviert ist, wenn der gesundheitliche Zustand von jemandem zu schlecht ist. Es könnten dann auch aus anderen Gründen eine mögliche unmenschliche Behandlung in US-Gefängnissen entgegenstehen, wo das Verfahren, habe ich jetzt mal angeführt, die um deutlich zu machen, aus der Gegenstimmung. Das ist unklinisch. Das ist nicht Bestandteil dieser Sache, aber wir haben auch einige technische Sachverständige gehört, die Sachen erklärt haben, wie wird ein Passwort in Windows generiert und gespeichert, wie kann man sowas knacken, wann ist es realistisch, sowas zu knacken, welche Sachen sind unknackbar, sowas haben wir auch gehört. Das hat jetzt allerdings da ging es mehr darum, dass wir überhaupt verstehen, was möglich ist, was nicht möglich war und die technischen Hintergründe ein bisschen besser verinnerlichen. Ist mir nicht so gut gelungen, ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass das Gericht da mehr Erkenntnisgewinn hatte. Es lag nicht am Zeugen, es lag sicherlich an mir. Für viele der Zuhörenden hier ist es wahrscheinlich leichter nachzuvollziehen. Jetzt kommt ein Zeuge, wie läuft es ab? Also ich spreche die ganze Zeit von Zeugen, kurz, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Im Englischen gibt es Fact Witnesses und Expert Witnesses, deswegen spreche ich die ganze Zeit von Zeugen. Im Deutschen würde man quasi bei Zeugen wahrscheinlich eher von Leuten sprechen, die irgendwas direkt erlebt haben, und von Sachverständigen, wenn es um Experten geht. Also so Experten und Zeugen wäre das richtige deutsche Wortpaar. Deswegen habe ich das nochmal da hiermit aufgenommen. Diese Leute, die da aufgerufen wurden, die meisten von der Verteidigung, die wenigsten von der Anklage, die haben ein schriftliches Statement vorbereitet. Das liegt den Parteien vor. Und dann hat die Seite, die sie aufgerufen hat, in der Regel die Verteidigung, hat einen Moment Zeit, um das nochmal durchzugehen, Hauptpunkte aufzugreifen, ein bisschen in Gespräch zu kommen mit dem Zeugen oder dem Sachverständigen.
dann werden die Leute von der Gegenseite befragt. Das ist die Cross-Examination. Das kann eine Stunde dauern, kann 4 Stunden dauern. Und das war teilweise sehr, sehr intensiv. Die Anwälte, die Anklage sich da rangeholt hat, haben teilweise eine sehr spezielle Art, mit diesen Zeugen umzugehen. Da ich noch keine anderen Verfahren gesehen habe, weiß ich nicht, wie normal das ist. Aber man muss sich vorstellen, da sind viele von den Sachverständigen sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und die kommen dann dahin und die Anwälte versuchen, ihre Expertise zu diskreditieren. Sie versuchen klar zu deutlich zu machen, dass Leute entweder nicht neutral sind und eigentlich total pro Julian Assange oder dass die Leute keine Ahnung haben. Und das ist manchmal total absurd, weil es da Leute gibt, die extrem, extrem gute Referenzen haben, sehr viel Erfahrung, Wissenschaftler, Professoren. Aber die Anwälte machen daraus wie so eine Examenssituation. Die suchen, kennen Sie diese und diese Regel? Kennen Sie diesen und diesen Fall? Und dann gehen die mit den Leuten durch und versuchen die, ich möchte wirklich nicht da auf der Zeugenbank sitzen. Das war teilweise unerträglich über Stunden hinweg. Wir hatten einen Professor für Neuropsychiatrie, der meinte irgendwann so, Entschuldigung, ich bin hier nicht zum Einstufungstest gekommen. Das dann irgendwann so Fragen zurückgewiesen und sagst so, ja, da ging es um Definition von Depressionen. Meinte dann so, Entschuldigung, aber ich saß in genügend Gremien, die diese Definition erstellt hat. Ich muss mich jetzt nicht mit ihnen darüber streiten. Ja, das ist der Ablauf und nachdem diese Cross-Examination stattgefunden hat, gibt es noch eine Re-Examination. Da kann dann die aufrufende Seite nochmal klarstellen, wenn Leute aufs Glatteis geführt werden, können wir sagen, sicher, sie meinten sie das nicht so und so. Und ja, so ergibt sich dann so ein Bild einer Befragung. Gehen wir in die mögliche politische Motivation des Verfahrens. Einer der Hauptpunkte, eine Sache, über die wir sehr viel gesprochen haben, war Trumps War on Journalism. Das ist ein Punkt, den ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Wir haben dazu Zeugen gehört, die zum Beispiel analysieren, wie oft Trump auf Twitter Journalisten angreift. Und wir hatten einen Professor da für Journalismus, Mark Feldstein, relativ am Anfang. Der hat dann einfach mal der hat eine Geschichte rausgeholt, bei der er gesagt hat, dass als Donald Trump gewählt wurde, ein paar Monate ist, offen hat und gesagt hat, dass es irgendwie hier mit diesen ganzen Leaks und den Whistleblowern, das geht alles nicht. Und der FBI-Director Comey hat dann damals gesagt, ja, wir sollten we should be putting a head on a spike as a message. Also wir sollten ein Exempel statuieren. Und Trump damals soll darauf geantwortet haben, ja, vielleicht sollten wir Journalisten ins Gefängnis stecken. 3 Tage später hat er dann seinen Attorney General angewiesen, vorzugehen gegen kriminelle Leaks, gegen Fake News, die das Weiße Haus irgendwie, die peinlich waren fürs Weiße Haus. Und das war so ein Moment, in dem das ganz losging. Also ich glaube, das war interessant, das aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu hören, auch von der Laienperspektive ist es sicherlich so, dass wir alle mitbekommen haben, dass Donald Trump als Präsident einen anderen Umgang mit der Presse pflegt als seine Vorgänger. Aber es war interessant, das nochmal auch empirisch dargelegt zu bekommen. Die Gegenseite sieht das natürlich alles als Unsinn an und sagt, dass Trump gar kein spezielles Problem mit der Presse hat. Aber was, um nochmal deutlich zu machen, woher dieser Groll auch kommt, gerade in dieser Whistleblower-Geschichte, gerade der Groll gegen WikiLeaks, haben wir viele Zeugen gehört, die gesagt haben, wie wichtig die Arbeit von WikiLeaks ist für investigativen Journalismus und für das Aufdecken von Fehlverhalten der Staaten. Wir haben einen Professor gehört, der hat gesagt, dass die Kriegsführung von Nationen sich geändert hat, weil es inzwischen sich nicht mehr einfach so militärische Auseinandersetzungen stürzen, weil das nicht geklappt hat, die Öffentlichkeit darüber zu täuschen, dass die Sachen gar nicht so gut laufen, wie immer behauptet wird. Wir haben einen Vertreter von Iraq Body Count Project gehört, der hat gesagt, durch die Veröffentlichung der Unterlagen zum Irakkrieg sind die Zahlen der zivilen Todesopfer um 15.000 nach oben korrigiert worden. 15.000 zivile Tote, von denen vorher nichts bekannt war, konnten hinzugerechnet werden, was halt ja aus diesen Unterlagen ersichtlich war. Und das ist natürlich unangenehm für die Kriegskoalition und entsprechend
lässt sich dadurch auch erklären, warum sie da keine großen Fans sind. Wir sollten als Zeugen hören Khaled Al-Masri, einen deutschen aber Problem nicht geklappt. Wie kriegen wir das hin? Ich habe aus dem Doc reingerufen, dass zu versiert wird, weil Khaled Al-Masri ist ein Opfer amerikanischer Folter geworden und es wäre der seltene Moment gewesen, wo ein tatsächlich bewiesenes Folteropfer die US-Regierung in Form ihrer Anwälte hätte konfrontieren können. Aber ist es dann nicht passiert? Leicht und vorgetragen, aber ich will den Fall noch mal ganz kurz darlegen, um zu zeigen, Schmerzveröffentlichung von Unterlagen durch WikiLeaks für Regierungen sein kann und auch weil der Fall besonders krass ist. Khaled Al-Masri ist ein deutscher Bürger mit libanesischen über fast 20 Jahren in Deutschland gelebt. Ende 2003 in Europa. Wurde er ohne Angabe von Gründen wurde er 3 Wochen festgehalten. Er durfte sich weder bei der deutschen Botschaft melden, weil die ihm nicht geglaubt haben, dass sein Pass echt sei. Er durfte keinen Anwalt, kontaktieren. Er wurde da auch schon an der Stelle wurde er gefoltert, wie später der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch festgestellt hat. Aber das war erst der Anfang der Tortur, denn nach 3 Wochen wurde er zum Flughafen gefahren. Dort haben ihn Männer in Masken erwartet. Seine Kleidung wurde ihm vom Leib geschnitten, ihm wurde eine Windel angesetzt, ihm wurde etwas anal eingeführt und er fand sich in einem Flugzeug wieder, wurde verschleppt und dann, wie er später herausgefunden hat, tauchte er in Afghanistan wieder auf, in einem US-Foltergefängnis. Da wurde er über Monate festgehalten, fortlaufend befragt, gefoltert, und es war eine Verwechslung. Also es war der Falsche. Sie haben den Falschen gehabt. Und er ist irgendwann in Hungerstreik getreten für 34 Tage. Da wussten die schon, dass es der Falsche war. Aber sie haben ihn halt weiter festgehalten, ohne irgendeinen Kontakt zur Außenwelt, weiter gefoltert, weiter darauf gefragt, obwohl sie wussten, dass es der Falsche war. Und dann haben sie ihn sogar nach 34 Tagen mit einer Nasensonde zwangsernährt. Was an sich, also jemanden mit einer Nasensonde zwangsernähren, das ist unglaublich, deswegen sage ich extra Nasensonde, weil Sondenernährung hört sich immer nicht so tragisch an. Diese Nasensonde ist unglaublich schmerzhaft. Und ja, hat auch da mit einem deutschen Muttersprachler gesprochen, der sich Sam genannt hat. Bis heute ist nicht klar, woher der kam, welche Rolle der gespielt hat. Das hat sich nie aufgeklärt. Jedenfalls wurde Khaled Al-Masri dann freigelassen. Ihm wurde gesagt, er darf niemals darüber reden, was da passiert ist. Sie würden ihn weiterhin beobachten und wenn er darüber reden würde, würden schlimme Sachen passieren. Er wurde dann wieder in ein Flugzeug gesetzt, mit Kopfbedeckung, also konnte nicht sehen. Er hat dann gemeint, dass er in einem Land war, wo die Sprache hat sich slawisch angehört. Sie sind dann mit ihm in die Berge gefahren und haben ihn auf einer Straße ausgesetzt und gesagt, jetzt nicht umdrehen, die Straße runtergehen. Und ging er davon aus, dass das sein Tod sein wird, sein Ende sein wird, die werden ihn von hinten erschießen. Und haben sie nicht. Er ist dann um die Ecke gegangen, standen 3 Polizisten. Er hat dann herausgefunden, dass er in Albanien war. Die haben ihn nach Deutschland, er wurde nach Deutschland geflogen. Er ist nach Hause gefahren, seine Frau ist in den Libanon gegangen, sein Haus war leer. Ihr Mann, der hatte Frau und Kinder, die waren alle weg. Die wussten, der Mann war plötzlich weg, der war verschwunden. Und dann ging der große Kampf für Gerechtigkeit los. Er hat dann versucht, er hat sich einen Anwalt genommen, der ihm am Anfang gar nicht glauben wollte. Niemand hat ihm geglaubt. Und hat dann in Deutschland und in den USA mit Hilfe von Investigativjournalisten John Götz war daran beteiligt, versucht Gerechtigkeit zu bekommen. Und es gab dann auch später ein Gerichtsverfahren in Deutschland gegen 13 CIA-Leute. In den USA ist gar nichts passiert deswegen. Die haben gesagt, das ist halt quasi, wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Das ist da passiert. Und das Krasse war, wo WikiLeaks eine extrem wichtige Rolle spielt, ist, dass aus den Unterlagen, den diplomatischen Unterlagen, die veröffentlicht wurden, dann hervorging, dass die deutsche Bundesregierung schon spätestens seit er wieder in Deutschland war, darüber informiert wurde, dass das passiert ist und dass es diese Verwechslung gab.
trotzdem hat sich niemand für ihn eingesetzt, niemand hat ihm Hilfe angeboten, sondern er in dem Moment, er war, da hat er noch dafür gekämpft, dass überhaupt ihm jemand glaubt. Da wusste die Bundesregierung schon längst Bescheid. Später kam auch heraus, dass die US-Regierung, also aus den Unterlagen war dann auch ersichtlich, dass die US-Regierung Druck auf die Bundesregierung ausgeübt hat, die keine Auslieferungsersuchen gegen diese CIA-Agenten zu stellen. Und das ist natürlich für Regierungen sehr, sehr schmerzhaft, wenn dann halt herauskommt, wie sie in dem Fall sogar ihren eigenen Staatsbürgern in den Rücken fallen, also für die deutsche Regierung. Wir haben als ein schriftliches Statement noch bekommen von Dean Yates, der damals in 2007 der Leiter der Reuters-Station in Bagdad war. Das Reuters ist eine Nachrichtenagentur und der war damals da, als dieser Vorfall war, den ihr vielleicht als Collateral Murder Video kennt. Das ist sein, ich das ganz kurz ab, da ist ein Zwischenfall, bei dem ein US-Apache-Kampfhubschrauber etliche Zivilisten und auch zwei Reuters-Journalisten erschießt. Und er hat halt ausgesagt, dass er damals nach diesem Zwischenfall Kontakt hatte mit dem US-Militär. Die haben ihm dann einen Ausschnitt von dem Video gezeigt und haben gesagt, ja, also wir dachten, die Kamera wäre eine Antipanzerwaffe, die wir dachten, und da konnten wir nichts machen. Und er hat sich dann zwar immer dafür eingesetzt, das ganze Video zu bekommen, hat es aber nie bekommen. Und dieses Video wurde dann von WikiLeaks veröffentlicht als Collateral Murder. Und da hat er dann gesehen, dass das alles überhaupt nicht so war. Das Video ist wirklich nur schwer erträglich anzusehen. Diese Piloten gratulieren sich die ganze Zeit gegenseitig, schießen, verspotten die Leichen, verspotten die Opfer. Und es ist auch aus dem Video recht klar sichtlich, dass das nicht so war, wie die es dargestellt haben und diese Verwechslung eher abwegig ist. Und ja, Dean Yates hat dann quasi für sich realisiert, dass er da getäuscht wurde die ganze Zeit. Er leidet bis heute darunter, leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das, er meint, es hat quasi das Leben für ihn und seine ganze Familie ruiniert. Und durch WikiLeaks hat er dachte die ganze Zeit, ja, da hätte man was machen können, die haben sich vielleicht falsch verhalten und ich bin selber schuld. Und irgendwann dann durch WikiLeaks hat er herausgefunden, ja, das war überhaupt nicht so. Das war halt ein schweres Kriegsverbrechen. Und, achso, Entschuldigung, ich habe eine Sache gerade, wo ich den jetzt abschließe, bei Al-Masri vergessen. Der Internationale Strafgerichtshof hat sich jetzt der Sache angenommen, mit diesem, auch in dem Al-Masri-Fall mit Folter in Afghanistan. Die US-Regierung hat daraufhin reagiert und Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs erlassen. Das ist ein Level an Rechtsstaatlichkeit, was man da erwarten kann. Wir haben noch einige weitere investigativen Journalisten gehört, die gesagt haben, dass die Unterlagen von WikiLeaks für sie mit das Wertvollste war, mit dem sie gearbeitet haben, weil das quasi Sachen ermöglicht hat und sie dadurch auf Sachen gekommen sind, auf die sie unmöglich ansonsten gekommen wären. Und nur so als kleine Übersicht, das zeigt so, wie wichtig das für die Öffentlichkeit ist. Und wie gefährlich das für Regierungen ist, wenn ihr Fehlverhalten rauskommt. Das ist halt dadurch, sowohl im Irak als auch im Afghanistan-Krieg hat die US-Regierung immer so getan, als ob das eigentlich alles ganz gut läuft und super ist. Und auch wenn wir selber gesehen haben, dass das offenbar nicht der Fall zu sein scheint, ist aus den Unterlagen ersichtlich geworden, dass die Öffentlichkeit massiv getäuscht wurde. Im Rahmen dieser politischen Angelegenheit ist der politischen Motivation ist auch die ganze Chronik wichtig. Es ist auffällig, also nach diesem Spionage, auf diesem Spionage, diese Spionanklage ist es wichtig zu wissen, dass während der Obama-Administration auch schon ermittelt wurde, aber keine Anklage erhoben wurde. Wir haben mehrere Zeugen gehört, die gesagt haben, dass das daran lag, dass die Obama-Regierung dass sie sich davor gescheut hat, so einen Präzedenzfall zu schaffen, der die ganze Pressefreiheit und journalistische Arbeit in Frage stellen könnte. Bei Trump plötzlich wurde dann die Anklage erhoben. Da gab es relativ viel Streit im Verfahren zu. Und um jetzt zu verstehen, diese Sache mit der Veröffentlichung der Unterlagen auf anderen Plattformen, müssen wir nochmal kurz reingehen, wie ist es eigentlich passiert, dass diese diplomatischen Unterlagen dass WikiLeaks die unredigiert veröffentlicht hat, also ungeschwärzt mit vollen Namen mit allem. Als sie diese Unterlagen bekommen haben,
hat WikiLeaks mehrere westliche Medien kontaktiert, Leitmedien, und hat mit denen ein Gremium geschaffen, die gemeinsam diese Unterlagen untersuchen. Denen wurden die Unterlagen zur Verfügung gestellt und dann ist man das durchgegangen, hat Sachen anguckt, und das sollte nur veröffentlicht werden, nur redigierte Sachen veröffentlicht werden, also Namen geschwärzt, damit niemand keine Quellen, dass halt keine Quellen gefährdet werden, dass Leute nicht in Gefahr gebracht werden. Und was jetzt passiert ist, ist, dass das WikiLeaks dafür, also Julian Assange hat eine verschlüsselte Datei mit den Unterlagen den Leuten zur Verfügung gestellten Link. Die Verschlüsselung, dazu haben wir ein Zeugen gehört, ist ohne das Passwort unknackbar, also unknackbar im Rahmen unserer heutigen technischen Möglichkeiten. Was jetzt passiert ist, dass ein Journalist vom Guardian, David Lay, ein Buch über diese ganze Angelegenheit geschrieben hat. Und weil damals WikiLeaks immer wieder Ziel von Hackerangriffen war, von Denial-of-Service-Angriffen, die versucht haben, die Seite down zu bekommen, gab es mehrere Mirror von der Seite, und dabei wurde auch diese Datei gemirrored. Und dann hat dieser Journalist später ein Buch geschrieben, in dem er die Szene beschrieben hat, wie Assange ihm das Passwort für die Datei gegeben hat. Und Assange hat damals ihm einen Teil des Passworts auf den Zettel geschrieben, aber da musste noch was hinzugefügt werden, was er ihnen dann dazu mündlich erklärt hat. Und dieser Journalist hat das komplette Passwort dann in seinem Buch veröffentlicht. Und das hat dann eine Weile gedauert. Und irgendwann gab es einen Artikel im Freitag, der gesagt hat, Datenleck, es ist eigentlich, wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man diese ganzen Unterlagen entschlüsseln. Als das losging, hat Julian Assange damals direkt sich mit den USA, mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt und hat gesagt, es gibt dieses Datenleck, es könnte sein, dass da was passiert, es könnte sein, dass da was kommt, seid vorbereitet. Die haben ihn aber abgewimmelt und sich dann nicht weiter damit beschäftigt. Jedenfalls hat es dann einen Moment gedauert und dann wurden die kompletten, unredigierten, ungeschwärzten Unterlagen auf der Seite cryptome.org veröffentlicht. Dort sind sie auch sitzt in den USA die Seite, ist auch eine Enthüllungsplattform. Dort sind die Unterlagen bis heute abrufbar. Und niemand hat jemals sich, von der US-Regierung hat sich jemals an die Leute gewandt und gesagt, hey, lösch das mal. Es gab kein Strafverfahren gegen die. Und nachdem die Sachen da veröffentlicht wurden, hat WikiLeaks die Sachen auch veröffentlicht. Aber wie gesagt, erst danach. Und das Absurde ist, was halt für eine politische Motivation sprechen könnte oder das stark anzeigt, ist, dass gegen Cryptome in den USA nichts gemacht wurde, gar nichts. Und ebenso sind die ganzen Unterlagen auch noch online auf archive.org. Das kennt ihr vielleicht, diese Wayback Machine, die so Sicherungskopien von Seiten erstellen, das ist auch online. Ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, hey, nehmt das mal offline. Also die Sachen sind online, aber es wird nur gegen WikiLeaks auf diese Art und Weise vorgegangen. Ja, das waren die ein Überblick über die Sache politische Motivation des Auslieferungsersuchens. Ein ganz, ganz wichtiger, großer Block, der eine wichtige Rolle spielt und auch entscheidend für die Entscheidung sein könnte, ist eine mögliche Nichtauslieferung wegen des Standes. Wir hatten 3 Tage im Verfahren medizinische Sachverständige und Gutachten gehört. Das war ein bisschen anders als sonst. Die Schriftlichkeit der Ärzte wurden uns nicht zur Verfügung gestellt, beziehungsweise auch der Presse zur Verfügung gestellt, und es wurde auch weniger darüber berichtet als sonst. Weil es geht hier um deswegen werde ich selber auch nur oberflächlich behandeln, ich habe das zwar alles gehört, aber es geht um höchstpersönliche Sachen, es geht um Familie, Kindheit, Kinder, alle möglichen Angelegenheiten, die jetzt für uns eigentlich keine große Rolle spielen. Worum es aber auch geht, ist Depressionen und Suizid, deswegen an der Stelle nicht nur einfach so um Suizid, es geht auch um konkrete Vorbereitungshandlungen, wer empfindlich ist und das nicht gut ab kann, würde ich empfehlen, vielleicht 5 Minuten was anderes zu machen. Aber es ist für das Verfahren erheblich, deswegen muss ich das hier erwähnen. Zuerst einmal gibt es einen Sachverständigen, einen Arzt, der Julian Assange ein Asperger-Syndrom diagnostiziert hat. Das ist eine Autismusform, die hier an der stellt sich die Frage, ob das angemessen behandelt wird. Komme ich später nochmal zu, wenn wir zu den Haftbedingungen in den USA kommen. Zweitens
Zweitens wurden ihm Depressionen diagnostiziert, mittlere bis schwere. Die Schwere der Depressionen ist bei ihm ist es episodenhaft und sehr abhängig von den aktuellen Haftbedingungen. Das ist so, dass er zeitweise im Belmarsh im Krankenhaustrakt untergebracht wurde. Und in diesem Krankenhaustrakt ist man so gut wie isoliert, kann man keinen Kontakt zu anderen Leuten. Sein mentaler gesundheitlicher Zustand ist da massiv in den Keller gegangen. Er hatte er war hochsuizidal. Die Leute aus dem Krankenhaus haben ihn als lebenden Geist bezeichnet. Und insbesondere im Kontext, was ihn in den USA erwarten könnte, haben die Leute große Angst. Er hat extreme Angst vor der Auslieferung und einer möglichen Isolation da, weil er so schlecht darauf reagiert. Geschichte um einen Professor da, den hatte ich vorhin schon erwähnt, Professor Copelman vom King's College, das ist ein emeritierter Professor für Neuropsychiatrie. Der hat ihn mehrfach besucht und hat ein Gutachten geschrieben. Und in dem Gutachten hatte er erwähnt, dass Julian Assange sich für einen möglichen Suizid an der Rasierklinge organisiert hat. Und hat das mehrfach erwähnt. Und da gab es jetzt innerhalb des Verfahrens, innerhalb der Verhandlung einen extrem absurden Moment. Die Anklagevertretung, James Lewis, hat versucht dann zu sagen, ja, Herr Copelman, was ist denn mit dieser Rasierklinge? In den medizinischen Unterlagen taucht die gar nicht auf, die wird da gar nicht erwähnt. Vielleicht hat er sich das nur ausgedacht. Wie kommt das, dass niemand darüber spricht, dass das nirgendwo steht? Und hat quasi dann versucht, ihm einzureden, dass es die nie gab, und dass Julian Assange sich das ausgedacht hat. Und dann kam ein absurder Moment, dass die Verteidigung ein Papier aus dem Ärmel gezaubert hat, was quasi die Anklage ein bisschen bloßgestellt hat. Den Bericht der beiden Gefängniswärter, die bei einer Zellendurchsuchung die Rasierklinge in der gefalteten Unterwäsche von Julian Assange gefunden haben. Also es gab sie und er hat seinem medizinischen Gutachter gegenüber mehrfach betont, dass er diese für einen möglichen Suizid vorgehalten hat. Die Befragung von Professor Copelman war besonders intensiv und insbesondere, weil die ganze Zeit auch da wieder versucht wurde, seine Expertise in Frage zu stellen. Er ist ein emeritierter Professor, der ein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Das wurde dann auf die Spitze getrieben. Der Anklageanwalt hat gesagt, ja, vielleicht überhaupt irgendwie vernünftig überprüft. Ich habe zwei Tests gemacht, zum Beispiel den TOMM-Test, T-O-M-M, und da meinte Lewis, ja, aber das ist doch gar nichts, hat doch gar nichts mit Simulieren zu tun, hat doch mit der Test gar nichts damit zu tun, und dann meinte Copelman, Entschuldigung, aber TOMM ist ein Akronym, Test of Memory Malingering, Malingering ist quasi medizinisch Simulieren. Das war halt einfach so ein Fischen im Nirgendwo, wo er immer versucht hat, ihnen, der wusste, vielleicht weiß der Professor es ja auch nicht, dann hat er Glück. Aber das ging die ganze Zeit solche Sticheleien, bis ihm der Kragen geplatzt. Und Professor, an einem Punkt hat er dann gesagt, ja, das war übrigens der gesagt hat, er sei auch nicht zum Einstufungstest da. Der hat dann gesagt, ja, ist schon ein bisschen eigenartig, dass sie die ganze Zeit so tun, als ob ich keine Ahnung hätte. Ich erinnere mich sehr gut, dass die Assistenten aus ihrem Büro schon mehrfach bei mir angerufen haben und mich gefragt haben, ob ich als Sachverständiger für sie arbeite. Das war ein seltener Moment, wo wirklich der Anklageanwalt an der Stelle wirklich bloßgestellt war. Er wurde aus dem Verfahren zurück zum tragischen gesundheitlichen Zustand. Der ist so schlecht, dass Copelman sein Statement, das ist ein wörtliches Zitat, so beendet hat. Ich habe das englische Original, steht oben, weil jetzt hier alles auf Deutsch ist, habe ich das übersetzt. Er hat gesagt, ich wiederhole noch einmal, dass ich so sicher bin, wie es ein Psychiater jemals sein kann, dass Herr Assange im Falle einer bevorstehenden Auslieferung tatsächlich einen Weg finden würde, Selbstmord zu begehen. Wir erinnern uns daran, dass er bei hoher Suizidgefahr im schlechten gesundheitlichen Zustand nicht ausgeliefert werden darf. Und für mich ist dieser Punkt, da müssen wir ganz genau darauf achten, wenn die Entscheidung kommt, wie wird diese Rasierklinge bewertet? Nimmt die Richterin an, dass es sie gab oder nicht? Hält sie ihn für Suizid? Das kann man nicht ausblenden. Entscheidung. Wir das drauf gucken müssen am
möglichen unmenschlichen Behandlungen in US-Gefängnissen. Da möchte ich besonders zwei Zeugen nochmal vorstellen, zwei Zeugen vorstellen, die da gesprochen haben zu. In den USA gibt es offiziell keine Isolationshaft. Was es allerdings gibt, sind sogenannte SAM, Special Administrative Measures. Insassen, bei denen die Angst besteht, dass sie Informationen haben, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten sein könnte. Und bei Julian Assange ist es so, dass WikiLeaks ja auch allerhand Dokumente hat, nicht veröffentlicht hat, die, wo er möglicherweise Kenntnis hat, die als solche, also als Gefahr eingestuft werden könnte. Und wir haben dazu die ehemalige Gefängnisleiterin des MCC, Metropolitan Correctional Center in New York gehört. Das Gefängnis kennt ihr vielleicht, da saß auch, das ist ein Pretrial-Gefängnis, also eine Art Untersuchungshaft. Da saß auch schon El Chapo und da saß kürzlich auch Jeffrey Epstein, bevor er nicht mehr lebte. Und sie, die Frau hat dann zum Beispiel erzählt, wie die SAM-Maßnahmen in ihrem Gefängnis umgesetzt wurden. Dass die Leute waren 23 Stunden am Tag sind 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle, essen in ihrer Zelle, sehen keinerlei anderen Gefangenen, die Wärter sprechen nicht mit ihnen. Und für einen Tag, eine Stunde am Tag, gibt es Recreation, Erholung. Dafür werden sie in eine andere Zelle geführt, die baugleich mit ihrer eigenen Zelle ist. Und dort dürfen sie im Kreis laufen. Bis sie dürfen im Kreis laufen, eine Stunde lang, und dann kommen sie wieder in ihre eigene Zelle. Das ist quasi die Nicht-Isolationshaft, Special Administrative Measures. Und wie sowas konkret ablaufen kann, haben wir die Anwältin von Abu Hamza gehört. Die hat berichtet, dass der wurde aus dem britischen Staatsbürger, der wegen Terrorangelegenheiten in die USA abgeschoben und da verurteilt wurde. In dem Auslieferungsverfahren haben sie gesagt, ja, der kommt bestimmt nicht in Supermax-Gefängnis und Sam werden bestimmt nicht verhängt und das ist alles ganz unrealistisch. Er wurde in die USA ausgeliefert. 3 Wochen nach seiner Ankunft wurden Special Administrative Measures verhängt. Nach seiner Verurteilung wurde er in Supermax-Gefängnis verbracht und ist da seit über 5 Jahren. Seine Sams wurden kürzlich wieder komplett erneuert, weil er einen Brief geschrieben hat an seinen Sohn, in dem er geschrieben hat, sag meinem Enkel, dass ich ihn liebe. Das wurde als unerlaubte Kontaktaufnahme zu Dritten gewertet und er wurde entsprechend zurückgestuft. Auch nochmal zur medizinischen Sache, der Mann hat keine Hände, die hat er schon vor vielen Jahren verloren. Und er hat mal darum gebeten, dass ihm jemand die Fußnägel schneidet im US-Gefängnis, hat 9 Wochen gedauert. Und das ist ja nicht nur eine ästhetische Sache, sondern kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Die Zeit eilt davon. Ich möchte noch ganz kurz einen Punkt ansprechen. Dazu gab es letztes Jahr schon von Andi Müller-Magun einen sehr guten Beitrag der Botschaft Ecuadors durch UC Global. Julian Assange hat ja da mehrere Jahre sich aufgehalten und wurde dort massivst überwacht. Wir haben die Aussagen, schriftliche Statements von 2 ehemaligen Mitarbeitern von UC Global bekommen, die erzählt haben, was da abgelaufen ist. Deren Chef hat gesagt, ja, wir sind jetzt in die Premier League aufgestiegen und hat irgendwann mal gesagt, nachdem er in den USA war auf einer Reise, dass sie jetzt auf der dunklen Seite seien. Dann haben die Mitarbeiter die Kameras ausgetauscht in der Botschaft, weil sie aufnehmen und wollten sie Kameras installieren, die auch Ton nehmen können. Allerdings sollte davon niemand was mitbekommen und der Botschaft gegenüber sollte das auch nicht mitbekommen. Wenn das denn jetzt nicht gleich wieder... Es wurden gesetzt, was technisch nicht ging. Sie haben dann überall Mikrofone installiert, im Badezimmer und im Konferenzraum, am Feuerlöscher, insbesondere da, wo halt auch die Gespräche mit den Anwälten stattfinden. Es wurde gesagt, dass die Gespräche mit Anwälten priorisiert aufgenommen werden sollen. Die Sicherheitsleute am Eingang haben die Visa der Anwälte überprüft, sind die Pässe durchgegangen, haben Fotos davon gemacht, um zu sehen, wo die Anwälte sich aufgehalten haben. Assange wurden Fingerabdrücke gestohlen und Schriftbildanalysen angefertigt. Einmal der Mitarbeiter hat berichtet, dass er eine Windel, Stella Morris, hat Julian Assange da häufig dann mit Kindern besucht und das haben die mitbekommen, da wollten sie wissen, ob er der Vater ist, deswegen sollte eine Windel gestohlen werden, um Vaterschaftstests zu machen. Der Mitarbeiter sollte einen Aufkleber an die Fenster machen, damit die von außen mit Lasermikrofonen die Sachen aufnehmen können. Der Chef hat davon berichtet, dass
in die Anwaltsbüros von der Vertretung von Assange eingebrochen werden sollte. Das so als Möglichkeit. 2 Wochen später ist es passiert. Es wurde sogar diskutiert, 2 Minuten in der Botschaft offen zu lassen, damit Assange gekidnappt werden kann oder ihn mit Gift umzubringen. Und elektronische Geräte der Anwälte wurden teilweise entwendet und komplett kopiert und dann wieder zurückgegeben. Das ist ein krasser Krimi. Die Zeugen sind und leben im Zeugenschutzprogramm, weil bei dem David Moreau Seriennummer gefunden wurde. Über die kompletten Jahre hinweg wurde Julian Assange und seine anwaltliche Kommunikation massiv überwacht, aller Voraussicht nach oder sehr deutlich von den von Seiten der USA. Entsprechend steht hier in Frage, ob das überhaupt noch ein rechtsstaatliches Verfahren ist, wenn die Gegenseite über Jahre hinweg die anwaltliche Kommunikation ausgehorcht hat. Das steht zumindest ist stark zu bezweifeln. Ganz kurz zum Abschluss, wie geht's weiter? Momentan, das wurde in der Anmeldung schon erwähnt, beide Seiten haben schriftliche Statements ausgetauscht, da sind wir bei gut 400 Seiten. Die hat die Richterin über Weihnachten jetzt gelesen und wird am 4. Januar ihre Entscheidung in der Angelegenheit verkünden. Ich habe darum gebeten, dem 4. Januar beiwohnen zu können, um auch den letzten Tag zu hören, auch weil ich jetzt dann am Endeffekt doch der einzige permanent anwesende politische Beobachter war. Aber die Richterin hat sich jetzt dafür entschieden, auch keine politischen Beobachter mehr zuzulassen. Es wurden auch anderen Abgeordneten wurden Absagen erteilt, ich darf auch nicht mehr kommen. Da schließt sich der Kreis dazu, dass das alles ein bisschen eigenartig ist. Aber immerhin habe ich gehört, dass inzwischen Reporter ohne Grenzen zum Beispiel einen Zugang zum Videostream bekommt. Ich hoffe, dass die Möglichkeit haben, das dann intensiv zu verfolgen. Die Regie hat mir jetzt mehrfach gesagt, dass ich bitte aufhören soll zu reden. Dem Wunsch werde ich nachkommen. Und wie gesagt, ich will das vielleicht abschließen mit den Argumenten, die hier gekommen sind, die gesundheitlichen Sachen, die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, die politische Motivation. Ich habe wirklich versucht, bin neutral in das Verfahren zu gehen. Vor dem Gericht standen immer viele Demonstrantinnen und Demonstranten, Aktivistinnen und Aktivisten und haben den folgenden Schlachtruf geprägt. There's only one decision, no extradition. Und nach dem Abschluss des Verfahrens kann ich mich dem Schlachtruf eigentlich nur anschließen, weil für mich eine Entscheidung für die Auslieferung rechtsstaatlich komplett unverständlich wäre. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Danke, Dustin. Wir haben leider keine Zeit mehr für eine Q&A, aber Dustin hat eingangs erwähnt, er wird morgen bei einer Session nochmal im RC3 aktiv sein. Er wird die Details dazu veröffentlichen auf seinem Twitter-Account. Ihr könnt ihm folgen unter @dhbln oder ich buchstabiere Delta Hotel Bravo Lima November ist sein Twitter-Handle dhbln. Dort Dustin folgen, im Blick behalten und er wird euch rechtzeitig mitteilen, wo und wann ihr morgen noch ein bisschen Fragen beantworten könnt. Ich glaube, dieser sehr spannende Vortrag hat mehr Fragen offen gelassen, als beantwortet sind. Aber die finale Antwort bekommen wir dann am 4. Januar. Vielen, vielen Dank, Dustin, für diesen Vortrag. Und hier geht es ja dann in wenigen Minuten weiter mit einem Vortrag zu Gesichtserkennung. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend.